zack, da beginnt das Jahr mit einem riesen Move und da endet die Woche auch schon mit dem Wochenende, wie immer, und zwar am Freitag, also genau heute. Deshalb die Frage, was hat der Markt gekonnt, beziehungsweise was kann er vielleicht heute noch, das wollen wir uns mal angucken. Seppen wir uns mal durch die relevanten Märkte. Ein erster Blick mal zum Beispiel auf den DAX, denn der hat, nachdem er heute Morgen ja schon mit einem Gap nach unten aufgemacht hat, nicht wirklich viel gekonnt, er ist sogar noch weitergefallen. Und pendelt sich so halbwegs jetzt wieder ein, kann aber auf kurzer Ebene hier vielleicht sogar noch mal ein bisschen Stärke zeigen. Trotz alledem, ich weiß nicht, ob man um 15 Uhr hier noch sich groß positionieren soll, wenn um 17.30 Uhr der Markt schon zumacht und dann auf den Future oder den entsprechenden CFD zu setzen, das ist dann eine Sache, die ich nicht so sexy finde. Dann lieber nach Amerika gucken, denn da sieht das vielleicht viel besser aus. Und deshalb habe ich mir gedacht, gucken wir uns mal den Dow Jones beispielsweise an. Da sehen wir nämlich ebenfalls den Rücksetzer, den wir hier haben, der heute Nacht quasi stattgefunden hat und der jetzt nach dem Tief heute Morgen in eine Aufwärtsbewegung wieder mündet. Und die ist sogar einigermaßen mustermäßig. Sie ist noch zu früh, um daraus jetzt genau einen Trade zu formulieren. Aber so ganz grob können wir uns das schon mal angucken, denn das sieht eigentlich perfekt aus. Denn diese Struktur, die wir hier haben, das ist so ein klassischer, ja, ein typischer, das klingt immer einfacher, dann kriegt man das auch raus. Ein klassisches Marktverhalten, dass der Markt hier fünfwellig in eine Trendrichtung geht. So, und die Richtung, die er hier fünfwellig offensichtlich macht, die ist nach oben. Warum war das mit fünfwellig? Eine hoch, dann Päuschen, nochmal eine hoch, nochmal ein Päuschen, nochmal eine, wer mitgezählt hat, kam auf fünf. Das wäre so durchaus typisch. Es ist ein kleines Bild. Das ist jetzt die Hommage an all die Intraday-Trader, die heute Nachmittag da nochmal was machen wollen. Dann sehen wir, ein klassischer Rücksetzer wäre eben 38er-Marke hier bei Fibonacci anklopfen oder sogar ein bisschen tiefer gehen hier, 50 bis 61. So diese Zonen, das wäre ein typisches Rücksetzerniveau. Entweder die Werte hier abschreiben, ich kann sie mal ein bisschen größer machen, ich diktiere sie jetzt nicht, oder aber gegebenenfalls selber nachmessen. Es macht auch ein bisschen Spaß, glauben Sie mir. So, also in dem Sinne, ein Rücksetzer in diesem Bereich wäre famos, insbesondere wenn das dann eben bitteschön nicht genauso schnell ist wie das, was wir hier haben, sondern das idealerweise langsamer ist. Sprich, wenn das der Steigungswinkel des Anstiegs war, dass der Rücksetzer rechts von der Linie hier gelandet ist, das wäre perfekt und idealerweise wackelig. Wackelig könnte irgendwas Dreiwelliges sein oder irgendwie was ganz wild hin und her pendeln ist. Das haben wir ja immer wieder auch gesehen, dass sowas gerne mal vorkommt in der Korrektur. Das gäbe uns eine relativ gute Sicherheit, diese beiden Bewegungen hier auseinanderzuhalten. Nämlich, ich mache es jetzt dann doch noch mal mit ein bisschen Nümmerchen hier dran. Diese sehr impulsiven Bewegungen auf der linken Seite, die ohne Überschneidung, die Pausen sind weit voneinander getrennt, hier nach oben gegangen ist und dieses Ideal, das weiß ich ja nicht, ob das exakt so passiert, aber wenn es so käme, dann wäre das ganz klar eine Unterscheidung. Okay, abwärts, ja, aber sehr schwach und dann haben wir eben die Triggermöglichkeit hier auf der Oberseite. Das ist jetzt ein sehr charttechnischer Ansatz, den wir im Handel ja immer wieder haben. Wir beschreiben das ja im Trade des Tages immer wieder. Also wer da Zeit und Lust hat, mal drauf zu gucken, der hat da die Möglichkeit, dann immer wieder auch solche Situationen mit ganz konkreten Einstiegssignalen genannt zu bekommen, wann sie eben auftreten und das dann eben ein bisschen dann mitzuverfolgen. Ob und wann das passiert, das wissen wir noch nicht. Das ist dann die Hausaufgabe, die wir als Händler haben. Deshalb wollen wir noch mal eine Alternative mal gucken. Was machen denn die anderen Kollegen? Wir sehen, dass der S&P ja quasi eine ähnliche Bewegung hat. Da sehen wir im Kleinen jetzt auch keinen Unterschied. Im Großen aber noch mal so ein bisschen der Hinweis, dass wir hier so zwischen diesen Widerstandsmarken, diese Zone, die haben wir schon verlassen, sind wir nach oben gekommen, aber wir pendeln so ein bisschen hin und her und das wird sich jetzt zeigen, ob wir diese Zone tatsächlich ernsthaft verlassen können oder ob dann hier, das ist jetzt nur andeutungsweise, tatsächlich sich das Hoch dann eben ausbildet und zumindest mal vor dem Wochenende da jetzt nicht mehr großartig was passiert. Sprich, diese Bewegung, dieser Fünffäller, den wir eben hier beim Dow auch eingezeichnet haben, seinerseits auch nur was Korrektives ist in der Abwärtsbewegung. Und das wäre dann für die, die eine Nummer größer handeln wollen, die Short-Gelegenheit, die dann vielleicht im Anschluss, also im späteren Tagesverlauf heute oder sonst vielleicht zum Wochenbeginn dann entsprechend dann wieder en vogue wird. Also sehr spannende Situation. Das Ganze wird nochmal ein bisschen Pfeffer bekommen, möglicherweise um 16 Uhr, da gibt es den ISM Manufacturing PMI, der wird besser erwartet als zuvor, 49 nach 48,1, also eine ganz gewisse Chance, dass da was passiert, liegt da auf jeden Fall im Markt.
Generell hier um diese Uhrzeit gibt es die ganzen ASM-Informationen. Das kann helfen. Und um 17 Uhr für alle Ölfreunde nochmal eine Chance auf den Ölmarktbericht, dass da gegebenenfalls ebenfalls nochmal ein bisschen was reinkommt. Ich will noch mal einmal ganz kurz das Bild, weil ich hatte das gestern in dem Video sogar erwähnt, nämlich Gold noch mal auf der übergeordneten Ebene. Jetzt will ich das auch noch mal grafisch darstellen. Es ist natürlich jetzt schön oder schade, je nachdem, ob man hier sich schon hat triggern lassen oder ob man es bis jetzt noch verpasst hat. Das ist hier eigentlich dieses klassische Bild auf Tagesebene. Also wir sehen, es ist übertragbar auch auf diesen langen Zeitebenen. Da sind wir long getriggert worden. Egal, ob wir jetzt das umgesetzt haben oder nicht, darum geht es mir gar nicht. Aber der Markt ist da getriggert worden. Das heißt, viele Marktteilnehmer sagen, das sieht doch schick aus, zumal auch noch in der heftigen Bewegung. Auch hier gilt die nächste schöne Korrektur, also dieses klassische Verhalten, was korrektiv eben aussieht, auch auf der kleineren Ebene, muss nicht 15 Minuten, kann auf 4-Stunden-Basis sein, aber würde dann ebenfalls wieder dafür sprechen, hey, da geht noch was nach oben, also bei Gold. Mein Tipp, da mal auf die Long-Seite aufpassen. Ich würde nicht unbedingt jetzt noch nachtreten und jetzt unbedingt reingehen, sondern würde sagen, den nächstbesten, egal welche Zeitebene, korrektiven Rücksetzer nutzen, um dann vergünstigt reinzukommen. Soweit, so gut. So hoffe ich zumindest mal Ihnen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin wünsche ich Ihnen heute noch einen tollen Handelstag, anschließend ein tolles Wochenende und nächste Woche wieder tolle Märkte mit ganz vielen neuen Marktteilnehmern, die jetzt dann aus der Pause wieder zurückkommen.